Habt ihr Kari gesehen? Er ist verschwunden. Wer ist Kari? Der Sohn von Sulana. Als sein Vater dem Skoma erlag, hat Kari geschworen, sich an den verantwortlichen Schmugglern zu rächen. Diese hat versucht, ihn aufzuhalten, ganz alleine loszugehen, aber Kari wollte nicht hören. Ich habe eine Notiz über einen jungen Khajiit gefunden, der in Hazaks Loch gebracht wurde. Ja, das ist Kari. Bitte, ihr müsst ihn finden. Er ist alles, was Sulana noch bleibt. Ich werde euren Sohn finden. Sulana hat in Mistral viele Dinge gehört. Hazak führt die Skoma-Händler in einer Höhle in der Nähe an. Der Eingang ist am Strand gegenüber des Katzenaugenkais. Wer ist Hazak? Ein übler Skoma-Händler. Hazak zerstört mit seinem Dreck ganze Familien und zieht große Krieger in den Schmutz. Erzähl mir mehr von eurem Sohn. Kari hat noch nicht gelernt, dass Furcht und Hass das Urteilsvermögen beeinträchtigen. Sulana sagte ihm, dass es töricht wäre, auf Rache zu sinnen. Aber er ist ein Junge und die haben bekanntlich wichtigere Dinge zu tun, als auf ihre Mütter zu hören. Ja? Und was ist eurem Mann zugestoßen? Er hat sich bei einem schlimmen Unfall den Rücken ruiniert. Er nahm Skoma, um die Schmerzen zu lindern. Und es hielt ihn aufrecht, machte ihn aber auch zu seinem Sklaven. Nach Jahren des Missbrauchs ist er zu einer leeren Hülle verfallen, zu einem fahlen Abbild seiner selbst. Oh Gott, Snshana, Hallöchen. Oh Gott, ja, was gibt es alles für Klassen? Ist eine sehr, sehr gute Frage. Shana, okay. Also ich spiele eine Templerin. Ist ja so eine Mischung aus Kämpfer und Heiler, sag ich jetzt mal. Es gibt den Schurken. Ist halt, ne, so typisch Ninja und so. Dann Magier. Wurscht. Es gibt dann, ich glaube, so eine Art Beschwörer. Ich kann einmal ganz kurz rausgehen. Kann ich das besser erklären? Dann gibt es den Drachenkrieger, meine ich noch. Ich glaube, das ist Reinkämpfer. Müsste Reinkämpfer sein. Nekromanten gibt es. Das sind dann diese Totenbeschwörer. Und, ne, die laufen ja lieber dieses schon toten Skelett und so rum. Ich kann einmal kurz hier rein. Klassen, ja. Es gibt den Drachenritter. Ich glaube, wie gesagt, Reinkampf. Aber du kannst es halt sowieso spielen, wie du möchtest, also als Trinkheiler und so weiter. Aber ich meine, das hier müsste die reine Kämpferklasse sein. Zauberer, halt Angriffsmagie und, ne, Blitz, Feuer, Eis. Ich weiß nicht, was es denn noch gibt. Nachtklinge, das sind halt die Schurken. Die sich dann, ich glaube, sie können sich sogar teilweise unsichtbar machen und sich dann halt so anschleichen. Habe ich aber selber noch nie großartig gespielt. Templer, das ist das, was ich spiele. Ja, auch einmal die Championsrüstung zeigen. Das ist halt, die können halt teilweise auch heilen. Sogar relativ viel heilen. Ich habe die noch nicht so weit gespielt. Das ist so das erste Mal, dass ich der Templer wirklich durchziehen will. Ja, ist auf Magier und Ausdauer visiert. Dann gibt es den Hüter. Die können auf jeden Fall Bären beschwören. Und irgendwas anderes können sie noch beschwören. Also, ja. Was die aber genau können. Ja, Frostmagie können sie noch. Und beschwörbare Tiere halt. Habe ich aber noch nie gespielt. Und eine Nekromant ist ganz cool. Der kann halt Totenbeschwörung. Musst du nur aufpassen, wo du es benutzt. Weil wenn du es in der Stadt teilweise benutzt, bei manchen Fähigkeiten, sehen die Wachen nicht so gerne. Die Wachen sagen dann einfach so, nö. Und dann darfst du teilweise auch was zahlen oder so. Das ist immer so, Und die Völker, also es gibt drei Allianzen. Ich habe halt so ein Zusatzpack, womit ich dann halt nicht auf die Allianzen angewiesen bin. Ne. Ja, man kann das auch nicht leiden, wenn man einen Hund tritt. Ja, das sind die auch nicht gerne. Ich glaube, das geht in ESO auch. Ich meine, das geht auch und ich glaube, da sind sie auch nicht so begeistert von. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Würde ich vielleicht bald tun, aber vielleicht sollte ich es auch einfach lassen. Ja, und dann gibt es halt die Bretonen.
die Orks, die Rotwadonen, das sind halt die, die zum Dolchsturzbündnis gehören. Dann gibt es die Hochelfen, die Waldelfen und die Khajiit. Mit meiner Lieblingsrasse übrigens. Ich spiele zwar diesmal keinen, aber ich liebe die Khajiit. Die gehören halt zum Altmeri-Dominion, was ich halt auch gewählt habe. Also ich war auch so, ne, zu der Fraktion. Dann die Argonier, diese wunderhübschen Echsenwesen. Die Dunkelelfen und die Nord. Und dann kann man sich halt über den ESO-Shop kann man sich dann noch die Kaiserlichen holen. Die sind leider nicht mit in diesem Pack drin halt. Und hallo Masuna. Ich hoffe, es geht dir gut. Ja, also das sind so die Fraktionen. Ich hoffe, ich konnte da ein bisschen weiterhelfen. Wie gesagt, bei den Klassenerklärungen bin ich noch nicht ganz so, weil ich da noch nicht ganz durchgestiegen bin. Das ist so ein bisschen schwierig, weil du halt eine Klasse in verschiedene Richtungen lenken kannst. Je nachdem, was du auch für eine Waffe hast. Also du kannst im reinen Kämpfe auch als Heiler machen, wenn du dann zum Beispiel mit Stab kämpfst und sowas. Das ist halt ein bisschen schwierig in ESO, weil jeder alles kann. Kommt halt immer drauf an, auf was du dann halt skillst am Ende. Kannst es aber dir dann durch so... Warte mal. Komme ich wieder zurück? Ja, ich komme wieder zurück. Hier zum Beispiel durch solche Marken. Dann kannst du halt deinen Namen ändern, du kannst einen Volkswechsel machen. Du kannst den Charakter irgendwann umgestalten und einen Allianzwechsel kannst du machen. Also, ja. Die Klasse kannst du, glaube ich, nicht ändern. Aber, zumindest das Volk kannst du dann wechseln. Und die Allianz halt später. Benötigt aber halt, wie hier auch geschrieben, dieses Upgrade. Aber ansonsten kann ich dir nur empfehlen, Spiel ist echt cool. Kannst du auch wunderbar allein spielen, wenn du keinen Bock hast auf andere. Es macht Bock. Wir haben jetzt gerade wieder nur angefangen und ja, wie gesagt, ich hoffe, ich konnte dir da helfen. Klar, und morgen ist das Warten endlich vorbei. Ja, stimmt. Ich muss dran denken, dass ich dann morgen auch Update hat. Ja? Ich gehe mal von aus, dass ich von dem Update nicht verschont bleibe. Und das Eisenerz. Wir machen einmal Eisenerz. Dann wird getötet. Ja, am besten, ich bleib gleich in deiner Nähe, Masuna, weil das wird bei mir eh nichts. Das wird bei mir nichts. Das ahne ich jetzt schon. Ich bin ja in der jetzt richtig schlecht, ne? Ich bin einfach nur richtig grottig. Ich habe leider keinen Köder, sonst würde ich angeln. Was? Ja. Ich bleibe in deiner Nähe. Nee, ich freue mich auch schon drauf. Wird cool. Komm her. Ah, da sind zwei. Von den Seiten. Hallo. Okay, notiert sich ein Groupie Perfekt Eier mitnehmen. Es wird schön. Es wird schön. Ich habe ein bisschen Angst, aber es wird schön. Was macht der da eigentlich? Wir graben jetzt ein bisschen durch die Luft. Juhu, er hat Gold. Ich bin reich. Ich habe 5 Gold mehr. Hallo Kari. Fort, Banditin. Dieser wird niemals mit Hasak zusammenarbeiten. Ich bin keine Banditin. Eure Mutter hat mich gebeten, euch zu retten. Mutter hat euch geschickt? Ah, es ist gut, dass sie mich hier nicht so sieht. Verschnürt wie einen Festtagsbraten. Die Banditen waren eine größere Herausforderung, als ich erwartet hätte. Sie hätte ja schon ein paar töten können, als sie die Höhlen ausgespäht hat. Aber nein, ständig muss sie mich auf die Probe stellen. Das ist eigentlich die Voraussetzung für ein angeblich großes Spiel. Ja. Ja, rein theoretisch schon. Wenn ich mich bei dem Spiel, wenn sie so gruseln würde. Also es gibt wenige Momente, in denen ich mich erschrecke. Halt wirklich nur, wenn ich halt nicht damit rechne, dass der Killer hinter mir steht. Dann passiert das auch mal, dass ich mich erschrecke.
Oder wenn ich halt einfach die Mechaniken des neuen Killers nicht kapiere. Aber ich will sowieso kein Killer spielen. Ich bin konstant Überlebender. Oder auch eher weniger Überlebender, weil ich opfert mich einfach morgen. Opfert mich einfach. Das ist das Beste. Ich bin halt schon wieder so lange raus. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal gespielt habe. Müsste jetzt auch schon wieder ein Monat, 2 Monate her sein. Jetzt sehe ich, das wird. Oh Gott. Was meint ihr damit, als sie die Höhlen ausgespäht hat? Ihr dachtet, sie wäre nur eine arme, jammernde Ja, Witwe. ich meine mit euch beiden. Mutter ist nicht das, wonach sie aussieht. Sie hat mich ermahnt, Wo ich erst nicht mit einmal dem Voice war, abzuwarten sondern an einer und Konsole alles genau gespielt zu habe. beobachten, ehe ich mich Das war halbwegs Zocken noch unter näher erschwerten bin. Bedingungen. Ich habe noch viel zu lernen. Weil ich mit dem Controller nicht klarkam. Ich kenne auch die Controller-Steuerung nicht. Das ist ein paar Wochen her, ja. Diesmal ist mein Vorteil, ich spiele wieder am PC. Das heißt, die Skill-Checks werde ich nicht ganz so oft verkacken. Hoffe ich. Nicht, dass ich jetzt die großen Töne spucke und am Ende habe ich es doch verkackt. Beim Wegrennen hapert. Hapert immer am Wegrennen. Und wurde keiner erkennt die Map. Und der Killer, die mich ja nicht. Gut, das könnte ein kleiner Vorteil sein. Vielleicht überlebe ich 2 Runden. Die ersten 2. Sagt mir, was hier vor sich geht. Ich habe versucht, im Gedenken an meinen Vater Vergeltung zu üben, aber ich wurde dabei von Banditen gefangen. Mutter sah, wie ich gefangen wurde und hat euch zur Unterstützung hierher geschickt. Als nächstes Mal macht sehen, ihr mal so, mich ne? Mal los sehen. und wir töten Hasak für seine Verbrechen. Ganz einfach, seht ihr? Ich bin hier, um euch zu befreien und nicht um Hasak zu töten. Nicht? Und wenn ihr mich dann befreit, werde ich alleine gegen Hasak kämpfen und wahrscheinlich dabei sterben. Hasak wird noch mehr Familien mit Skoma vergiften. Dann schwört der nächste Rache, wird von Banditen gefangen und wartet in dieser Höhle auf seinen Tod. Oder wir töten Hasak. Teufelskreis. Immer noch alles ganz einfach, ja? In Ordnung, ich helfe euch, Hasak zu töten. Gut, nun löst meine Fesseln, damit wir nach dem Schlüssel zum Versteck von Hasak suchen Na, können. probier nicht. Ein Ich Hieb, ein weiß, wo er Schlag, ein ist. Stich und fertig. Okay. Ich bind euch los. Elendil der Venus. Naja. Die haben wohl nicht überlebt. Die sich selbst umgebracht? Ne, sah nur so aus. Schlüssel haben wir. Nun geht's da rein. Ich bin mal gespannt, wie lange wir insgesamt dann brauchen werden, wenn wir das alles so durchziehen, wie ich geplant habe. Ihr habt nicht den Willen dazu, aber ich, Welpe. Ich hab. Ich hab doch gedrückt. Er hat ja sogar die Bewegung gemacht. Bücherregal. Ja, gut, die Bücher sind halt uninteressant. Geht halt nur um die, die man dann halt auch für die Map braucht. Damit man das Gebiet beendet. Servus. Oh, da ist ja noch jemand hinter mir. Macht das Schwert eigentlich diese komischen Funken? Schmiedekunst. Ja. Okay.
Schriftrolle des Lernens. Eine Stunde lang 100. Ja, wir machen erstmal das hier. Ach, das ist das Ding. Okay. Dann mache ich aber trotzdem das hier. Schmuck. Nee, ist nicht besser. Sind 30 Minuten lang. Von 1 bis 4. Bringt mir das jetzt noch was? Nee. Na gut. Hier stehen sie. Hatte die eben nicht noch was anderes an? Was habt ihr getan? Carol und ich haben Hasak getötet. Dann habt ihr geschafft, was ich nicht konnte. Mein Mann ruht nun bei den Ahnen, frei von dem Skoma, dessen Sklave er geworden war. So dezent wünschte ich mir, ich könnte mich doch nochmal zur Katze machen. Aber ich bin immer so enttäuscht, wenn ich meine Katzen mache. Die gefallen mir immer nicht. Hasak war euer Mann. Kai hat seinen eigenen Vater getötet. Als Hasak das Skoma leidenschaftlicher in die Arme schloss als mich, habe ich ihm jede Möglichkeit gegeben, seine Freiheit zurückzuerlangen. Aber Skoma-Händler sind Sklavenhändler des Geistes. Als Hasak ein Geschäft aus seiner Sucht machte, gab es kein Zurück mehr. Und mal Küsschen, Hallöchen. Wie geht's? Wie habt ihr all diese Schmuggler getötet? Ich habe sie erst mit Giftpfeilen gelähmt und dann mit einer Klinge erledigt. Ich habe zu jedem von ihnen gesprochen, ehe ich ihm die Kehle mit einem Sichel monzierte. Diese klauenlosen Glattrasierten hatten es dafür, dass sie Karis Vater in ihre schmutzigen Geschäfte hineingezogen haben, nicht anders verdient. Jetzt hier. Mir geht's super. Also ich kann mich tatsächlich nicht beklagen. Etwas kaputt von gestern. So leicht tun mir die Knochen noch weh. Weil gestern waren wir ja auf einem kleinen Festival. Auf dem Mittelalterfest. Und ja, war schön. Doch hat Spaß gemacht. Warum habt ihr nicht geholfen, Hasak zu töten? Ich habe die Inbrunst der Monde in euch bemerkt und euch ausgesandt, um Kari zu helfen. Das ist auch Hilfe, ja? Aber ich würde gerne wissen, wie mein Sohn sich gegen Hasak geschlagen hat. Hat er tapfer gekämpft, wie er es gelehrt wurde? Rein theoretisch hat er gar nichts gemacht. Ja, das weiß ich, Markus, das weiß ich. Er hat das ja geschrieben. Kari hat gut gekämpft. Wir haben Hasak gemeinsam besiegt. Dann lernt Kari, sich Verbündete zu suchen, anstatt auf eigene Faust loszuziehen. Er zeigt mir, das stimmt tatsächlich. Mit etwas Zeit und Übung wird er seinen Ahnen Ehre machen. Wer seid ihr beiden genau? Azir Trajijaseri. Wir nehmen mit Gewalt, was uns zusteht. Beim Tanz der zwei Monde studieren wir den schmalen Grat zwischen Gerechtigkeit und Rache. Wir schulen uns darin, stets den Unterschied zu erkennen. Genießt euer Leben, Wanderin. Man weiß nie, wann einem die, die man liebt, aus den Händen gleiten. Okay. Quest abschließen. Juhu. Und level up. Ihr habt getan, wozu Mutter nicht in der Lage. Ich krieg nochmal Kronenschriftrollen des Lernens. Geil. Ich habe getan, was ich für richtig hielt, um die Ehre unserer Familie wiederherzustellen.
Ihr habt euch unseres Namens Bienensprung. Versteht ihr? Was gibt's denn beim nächsten? Ja, Mutter, ich werde unter den zwei Monden tanzen, wie ihr mich gelehrt habt. Okay. Dann müssen wir eure Ausbildung abschließen. Sind hinten gleich, nur das jetzt fällt fertig. Kannst du nicht die arme Mutter blühen? Naja, sagen wir so. Er hat sicher Hilfe gesucht. Er hat halt nur nicht großartig mitgekämpft. Ich. Ne? Ich weiß es nicht. Also, ne? Ich wollte halt, ne, was Gutes tun. Ich weiß es nicht, Markus. Kann ich dir tatsächlich nicht sagen. Ich weiß auch nicht seit wann. Huch. Dazu müsste ich, glaube ich, nach. Wobei ich weiß gar nicht, ob ich das sehen kann. Im Nachhinein. Wir gehen auf Ausdauer. Wir wollen ja kein Tank machen, ne? Wir wollen ja nicht tanken. Ungewollt die Diebesgilde gemacht, ey. Waffenschild. Ätherische Speer. Lautet auch ein Speer mit göttlicher Kraft auf einem Feind. Verdammung. Offene Welt. Also Waffe mit Schild konnte ich ja nichts machen. Ja, okay. Wiederherstellendes Licht. Ausdauer wird Ausdauer, Ausdauer. Och, Masuna. Mann! Ihr bindet eure spirituelle Hingabe, um euch selbst und Nahverbündete zu heilen. Ja, komm, machen wir. Haben wir zwei Heilzauber, das passt doch. Ach, diese Monturstile, ne? Die gehen mir so ein bisschen. Gehen wir nur so die Zentren von Keks. So, jetzt aber. Nee, mit dem möchte ich nicht interagieren. Immer noch nur eine Quest. Okay, aber da hinten komme ich wahrscheinlich jetzt so nicht drüber. Nee, werde ich gleich wieder abgesetzt. Ja. Sag mal. So blöd auf dieses Ding zu kommen, ne? So, Ritas Toast. Okay. Pfadfinderin von Kenates Rast. Dann ist da hinten noch einer. Der war durchfällt eine schlimme komische Krankheit. Okay. Da müsste dann aber auch eigentlich irgendwo noch eine Himmelsscherbe sein, ne? Wir trauen in Quellen. Aua. 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 Gibt's hier nicht? Doch, da ist die Quest. Da muss ich hin. Oh, Eisenerz. Ein Augenblick, bitte. Ja, ein Augenblick. Bitte, ich brauche eure Hilfe. Das Leben meines Meisters ist in Gefahr. Und was ist geschehen? Ich bin Teil einer Expedition vom Adlerstrand. Als wir den Tempel der trauernden Quellen erkundeten, haben sich die Toten erhoben. Die anderen sind geflohen. Aber mein Meister ist nicht herausgekommen. Aurelion hat mich gelehrt, wann man um Hilfe bitten sollte. Also tue ich das nun. Und was soll ich tun? Zwei magische Schutzzauber versiegeln den Tempel. Einer ist mit dem Zeichen eines Skorpions versehen, der andere mit dem einer Spinne. Wenn ihr die Untoten fernhaltet,
Während ich die Schutzzauber breche, können wir diese Augenbrauen nach Borelion suchen. Ja, stimmt. Es damit. Ja, bei den Elfen gehen sie ja immer so mit so einem Zack nach oben. In Ordnung, ich werde euch helfen, die Schutzzauber zu brechen. Ich bezweifle nicht, dass aber ich glaube, nur bei den Waldelfen. Ich bin aber nicht sicher. Ist, kann auch sein, dass sie bei den bei den Dunkelelfen auch so sind. Warum wart ihr im Tempel? Mein Meister und ich hatten nach dem Schiffbruch wenig zu tun. Als die Einheimischen einen Tempel erwähnten, dessen Brunnen nie versiegt, haben wir sofort Nachforschungen angestellt. Ja, deswegen spiele ich die Elfen halt so ungern. Zumindest die Wald und die Dunkel. Ich weiß gar nicht, wie meine aussieht. Elassie hat den zauernden Stein am Adlerstrand studiert. Ah, also habt ihr ihn schon getroffen. Müssen wir mal gucken, wie meine Augenbrauen aussehen. Wegen irgendeines Experiments, das vor vielen Jahren fehlgeschlagen ist. Der trauernde Stein, den ihr gesehen habt, stammt aus diesem Tempel. Ich bei die Hochelf geht so, geht sogar. Als sich auch schon die Untoten auf uns stürzten. Habt ihr etwas über den trauernden Stein erfahren? Borelion dachte, man könnte damit das Wetter kontrollieren und vielleicht sogar einen weiteren Orkan verhindern. Ealziel war natürlich anderer Meinung. Er bestand darauf, ihn am Adlerstrand weiter zu untersuchen. Mhm. Oh ne, ich habe auch solche. Wobei, bei mir geht's, finde ich. Man kann sie jetzt recht rasieren, wenn sie schlafen. Ja. Also ich finde, bei mir geht's sogar dadurch, dass ich halt dieses Band mehr für die mit der Friese da gemacht habe. Also ich finde, es geht sogar. Vergiss es, Masuna. Vergiss es. Ich glaube, das würde keiner machen. Keiner. Niemand würde, glaube ich, das machen. Da muss man aber wirklich schon richtig verrückt sein. Also nicht mal ich würde es machen. Nicht mal ich. Ich mag meine Augenbrauen eh schon nicht, deswegen würde ich noch nicht mal verunstalten wollen. Bei dir, das schweige ich gerne. Also ich finde, bei mir gehen die Augenbrauen hier sogar. So, ich muss mir aber einmal ganz kurz eine Jacke holen. Weil hier unten ist es doch ein bisschen kalt. Ich will nur keinen Heizzug anmachen, weil sonst wird es wieder zu warm. Und das mag ich dann auch wieder nicht.